So, der Bart ist ab. Ich bin bereit, ich bin rasiert und ich bin bereit, dass es losgeht morgen früh. Eine kleine Story habe ich noch, jetzt abseits vom Schwimmen. Und zwar bin ich heute Mittag einkaufen gegangen, um mir nochmal Säfte zu kaufen und was zum Essen für morgen für den Wettkampf. Und ich bin mit dem Taxi zu dem Einkaufscenter gefahren, habe den Taxifahrer dann in der Tiefgarage auf mich warten lassen. Bin dann wieder mit ihm zurückgefahren und das Ganze, ich war ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs, hat mich dann 5 Euro gekostet. Also relativ günstiger Chauffeur. Das ist natürlich in Deutschland überhaupt nicht denkbar, aber so war es sehr angenehm, weil sonst habe ich nicht noch auf Taxi warten müssen draußen. Ja, also kommen wir zum Schwimmen. Morgen früh geht es um 9 Uhr Ortszeit hier los. Wir sind 6 Stunden unterschiedlich, das heißt, die Übertragung fängt in Deutschland um 3 Uhr morgens an. Auf OmegaTiming.com, ich werde gleich nochmal einen Link posten, könnt ihr genau gucken, wann ich dran bin und auch im Live-Timing gucken, wie ich schwimme. Aber besser ist natürlich auf Eurosport. Über die 50 Fett Delfin morgen bin ich als viertschnellster dieses Jahr im Wettbewerb. Ich bin, glaube ich, als fünftschnellster gemeldet, weil Frederik Bousquet noch eine schnellere Zeit hat. Ja, das Ziel ist morgen früh natürlich ins Halbfinale zu kommen. Ich hoffe, dass ich unter 23,5 Sekunden schwimme. Ich werde natürlich morgen früh schon voll schwimmen. Eine Stunde später sind die 4x100 Kraul, da sind wir, glaube ich, als Siebter gemeldet. Ich werde anschwimmen, wie gesagt, unter 48,80 Sekunden und ich bin im Finale. Vorausgesetzt, die Staffel kommt natürlich ins Finale. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, morgen geht's los. Wenn ihr Lust habt, guckt euch die Vorläufe an. Die werden auf Eurosport übertragen. Viel Spaß dabei und wir hören uns morgen.